Roland Berger ist die führende deutsche Strategieberatung. Rund 2.500 Mitarbeitende beraten in über 30 Staaten führende Konzerne und Institutionen. Und dementsprechend ist es für viele ambitionierte Studierende der Traumarbeitgeber schlechthin in der Strategieberatung. Ich bin heute für euch im Headquarter von Roland Berger in München und werde ein super spannendes Video für euch aufnehmen. Und zwar werde ich verschiedene Interviews führen mit ganz vielen verschiedenen Mitarbeitenden von Roland Berger mit verschiedenen Hierarchiestufen. Wir werden beispielsweise ein Interview führen mit einem Senior Partner aus der Automotive Practice. Wir werden aber auch ein Interview führen beispielsweise mit dem globalen HR-Chef von Roland Berger. Wir werden ein Interview führen mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Consulting-Bereich. Und am Ende erwarten euch noch viele Bewerbungstipps von einer Mitarbeiterin aus dem HR-Bereich. Das heißt, schaut euch dieses Video unbedingt komplett an, wenn ihr euch für den Arbeitsalltag in der Strategieberatung interessiert und natürlich, wenn ihr euch auch im Speziellen für die größte deutsche Strategieberatung Roland Berger interessiert. Die Timestamps zu den einzelnen Fragen findest du unten in der Videobeschreibung und dann let's go. Wir starten mit einem Gespräch mit Eileen. Eileen ist nach ihrem Master an der FS erst bei einer anderen Unternehmensberatung eingestiegen und dann vor einem knappen Jahr zu Roland Berger als Consultant gewechselt. Eileen, warum bist du zu Roland Berger gewechselt? Erste Frage. Ja, bei der Wahl meines Arbeitgebers waren mir vor allem drei Sachen ganz wichtig. Ich wollte spannende Themen, ich wollte internationale Projekte und ich wollte ein Arbeitsumfeld, wo ich mich als Eileen wohlfühle. Mhm. Bevor meinem Start habe ich mich dann auch intensiv mit den Roland Berger Beratern, die in meinem Umfeld waren, ausgetauscht und die konnten mir das eigentlich auch alles bestätigen. Jetzt bin ich 7, 8 Monate mit dabei und ich würde sagen, alle Erwartungen wurden bis jetzt sehr gut erfüllt. Und wenn du uns vielleicht als allererstes mal so einen Einblick geben könntest, was waren so typische Projekte, die du hattest, was waren so deine ersten Projekte? Ja, sehr, sehr facettenreich, sehr abwechslungsreich. Zum einen war das ein Strategieprojekt bei einem Mobilitätsdienstleister. Da haben wir uns angeschaut, was im Unternehmen aktuell nicht gut läuft und haben Verbesserungspotenziale für das Unternehmen aufgezeigt. Und zum anderen, zweites sehr spannendes Projekt, das war bei einem internationalen Logistikanbieter. Und dort haben wir bei den Fusionsvorbereitungen mit einem Mitbewerber unterstützt. Mhm. Das heißt, die Vorbereitung getroffen, bevor dann die Fusion anstand. Okay, du hattest vorhin als erstes auch den Punkt Internationalität angesprochen. Ist dir wichtig? Hattest du auch jetzt in den 7, 8 Monaten schon internationale Projekte oder war das in erster Linie hier in Deutschland? Da waren auch internationale dabei, auch meistens immer in der ähnlichen Region. Es ging immer nach Middle East und da waren jetzt auch schon zwei Projekte mit dabei. In Middle East? Wie kann man sich sowas vorstellen? Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, wie läuft das ab, wenn man woanders ein Projekt macht? Fliegt man dort dann montags bis donnerstags hin, ist dann wieder am Wochenende zurück, bleibt man dort, macht man das komplett remote von München, Frankfurt etc. aus? Und vielleicht zweiter Punkt, Middle East, wie ist es da von der Kultur her? Ist dort Beratung irgendwie anders, ist es genau die gleiche Art von Beratung etc.? Ich fange vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Die Organisation drumherum mit dem Reisen sehr individuell auszugestalten. Du hast die Wahl, wenn es natürlich auch vom Projektsetting her passt, ob du eher vor Ort sein möchtest oder das Ganze remote ausgestaltet haben möchtest. Ich habe mich damals dafür entschieden, dass ich vor Ort bin, direkt beim Kunden vor Ort, mit den Kollegen auch vor Ort, um das Leben in Middle East mitzuerleben, um da auch einfach was anderes zu haben, verglichen zu meinem Leben als Beraterin in Deutschland. Und zum zweiten Punkt vielleicht zur Kultur. Anderes Land, andere Sitten, klar, keine Frage. Was besonders aufgefallen ist beim Setting vor Ort ist, dass unser Projektteam ziemlich groß war. Wir hatten zwischen 6 bis 7 Beraterinnen und wir hatten in dem Team auch 6 bis 7 Nationen vertreten. Mhm. Das war sehr divers und entsprechend war es sehr spannend, da mit den Kollegen auch außerhalb dem Projekt Sachen zu unternehmen und da so ein diverses Umfeld zu haben. Okay, das heißt, man hat wirklich die Möglichkeit, dann selbst auch zu bestimmen, ich möchte internationale Projekte machen oder eher nationale, oder ist es einfach ein bisschen zufällig, ob man jetzt halt in Deutschland auf einem Projekt ist, in Middle East, in Italien, Frankreich etc.? Wenn du ganz klar internationale Projekte möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch welche bekommst. Das ist natürlich cool. Wie ist dann so eine typische Arbeitswoche normalerweise für dich? Kannst du uns irgendwie so ein bisschen skizzieren, was du montags bis freitags so typischerweise aktuell machst? Ja, ich denke, so eine typische Beratungswoche gibt es nicht. Die Wochen sehen immer unterschiedlich aus, sind aber auch sehr flexibel von uns als Berater auszugestalten und zu bestimmen, ob man jetzt beispielsweise eher im Homeoffice arbeiten möchte oder auch wirklich im Office vor Ort ist oder doch beim Kunden
vertreten sein sollte. Mhm. Genau. Wie sieht so eine Arbeitswoche aus? Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, du hast Regeltermine mit dem Kunden, die, wo du Zwischenergebnisse aligns mit abstimmst, die nächsten Schritte konkretisierst. Es sind Termine intern mit Kollegen, wo du Themen besprichst, diskutierst, ausarbeitest, aber auch eine gute Mischung aus Zeit für sich, um seine eigenen Themen voranzutreiben, seine Arbeitspakete selbst auszugestalten, voranzubringen. Okay, und wenn du irgendwie überlegst, wie du dir damals im Studium Beratung vorgestellt hattest und wie es jetzt heute ist, würdest du sagen, diese zwei Vorstellungen oder Vorstellungen und Realität sind ziemlich aligned oder gibt es da irgendwelche Sachen, die du dir damals ganz anders vorgestellt hattest, als sie jetzt wirklich sind? Ja, man hatte wahrscheinlich ganz verschiedene Vorstellungen als Student, wie so ein Berateralltag aussieht. Ich würde sagen, das Studium hat mir eine gute Grundlage, eine gute Basis für meinen Beratungsjob geboten. Man hat immer wieder Case Studies geübt in der Schule, die mit den Kommilitonen besprochen. Trotzdem ist natürlich ein echtes Projekt nochmal anders. Man hat eine Herausforderung, die man für den Kunden klären muss, die man mit dem Kunden selbst erarbeitet und vorantreibt. Und das ist dann doch schon mal anders als eine Case Study auf Papier. Und am Ende des Tages schafft man ja wirklich einen Mehrwert für den Kunden, was es natürlich auch nochmal ganz besonders macht, wenn dann das Ergebnis ja von einem selbst mit den Kollegen kreiert und entwickelt wurde. Mhm. Top. Vielen, vielen Dank, Aline. Ja, danke dir. Nachdem wir jetzt über den Einstieg bei Roland Berger gesprochen haben, freue ich mich als nächstes mit Julia ein bisschen konkreter über spezifische Themen aus dem Beratungsalltag zu sprechen. Julia ist nach ihrem Master an der AI vor knapp 4 Jahren bei Roland Berger eingestiegen und arbeitet heute im Sustainability und Climate Action Team. Julia, du bist jetzt im Sustainability und Climate Action Team. Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Sparte vielleicht auch noch nicht immer bei Roland Berger gab, weil dieses Thema Umweltschutz etc. vor allem so in den letzten 10, 15 Jahren vermutlich gekommen ist. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, wie hat sich dieser Bereich entwickelt? Und dann natürlich auch, was macht ihr da, was sind typische Kunden, was sind typische Projekte? Mhm. Genau, der Bereich bei Roland Berger, den gibt es circa seit 2, 2,5 Jahren. Mhm. Einfach weil wir erkannt haben, die Klimakrise ist die größte Krise, die die Menschheit je gesehen hat. Mhm. Und das kommt hauptsächlich dadurch, durch die von Mensch geschaffenen Strukturen, die wir haben in unserem Leben und durch unseren Lebensstil, emittieren wir zu viele Treibhausgase. Und das führt natürlich zu Global Warming, Erderwärmung. Mhm. Genau, diese Erderwärmung führt zu irreparablen Schäden schlussendlich, einmal für die Umwelt, aber auch für die Menschen. Mhm. Und um das aufzuhalten, müssen sich Unternehmen, aber auch Ländern an neue Strukturen gewöhnen. Und wir müssen uns umstellen, wie wir uns fortbewegen beispielsweise, wie wir unsere Ernährung produzieren. Genau. Mhm. Und das sind riesige Herausforderungen für viele Unternehmen und für viele Länder. Und genau da setzt unser Climate Action Team an. Das heißt, du sagst Unternehmen und Länder. Das heißt, Kunden in diesem Bereich sind beispielsweise dann auch echt ganze Staaten? Richtig. Wir haben unter anderem Klimastrategien beispielsweise im Nahen Osten für ganze Staaten gemacht schon, aber auch für einzelne Unternehmen. Und es kann von Energieprovidern sein bis zu Konsumgüterunternehmen. Mhm. Genau. Okay, und wenn du so ein bisschen überlegst, okay, wie sieht so ein typisches Projekt aus? Also vielleicht, wie lang geht so ein typisches Projekt? Was ist eure Herangehensweise? Was sind so die Top-Punkte, die ihr immer wieder angeht? Also ist das irgendwie der Außendienstler oder die Außendienstlerin, die mit einem alten Dieselmotor durch die Gegend fährt, was super ineffizient ist? Oder ist es bei jedem Unternehmen unterschiedlich, was ihr da für Lösungen dann erarbeitet oder bei jedem Staat? Ja, es gibt natürlich schon immer wieder gleiche Sachen, die wir bei Unternehmen sehen, gleiche Fehler. Allerdings gibt es auch keine One-Fits-All-Lösung, insbesondere weil es sehr auf die verschiedenen Sektoren und Industrien ankommt. Beispielsweise ein Energieunternehmen hat ganz andere Probleme eben als eine Versicherung schlussendlich. Mhm. Wir haben natürlich aber trotzdem durch das Wissen, was wir jetzt schon aufgebaut haben bei Roland Berger, relativ gute Standardansätze, die wir natürlich dann individuell auf den Kunden anpassen. Okay. Und bei dir war es so, dass du schon immer gewusst hast, okay, irgendwie A, Unternehmensberatung, das möchte ich machen und B, dann auch dieser Bereich Sustainability. Oder hat sich das jetzt irgendwie so über die letzten Jahre bei dir immer mehr rauskristallisiert? Ja, tatsächlich Letzteres. Genau, also ich wusste früher überhaupt nicht, was Beratung oder Consulting überhaupt ist. Ich komme aus einer nicht-akademischen Familie und da kamen Themen wie Politik oder Business überhaupt nicht vor. Ich habe erst Beratung das erste Mal mitbekommen, als ich an die TU München gegangen bin für meinen Bachelor. War dort in einer studentischen Unternehmensberatung und dort hatte ich das erste Mal Kontakt mit super motivierten Leuten, die eben Lust hatten, bei Kunden strategische Projekte zu machen. Und ab da war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall in die Beratung gehen. Bin damals aber dann
wegen meines Hintergrunds noch im Digitalbereich eingestiegen und habe das ganze Thema Climate Action Sustainability wirklich erst während der Corona-Krise für mich entdeckt und meine Passion dafür. Und seitdem bist du dann bei Roland Berger in dem Bereich? Genau, bin da rein gewechselt. Angenommen, du könntest jetzt nochmal irgendwie zurückdenken oder allgemein jetzt hier zu den Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen, wo sich vielleicht einige auch für diesen Bereich Sustainability, Climate Action etc. interessieren. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man während des Studiums vielleicht machen kann, um irgendwie das Profil zu schärfen mit diesem Bereich? Ja, macht da super viel Sinn, irgendwie Biologie zu studieren anstatt BWL? Gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, hey, komm, das bringt einem da wirklich einen Vorteil im Bewerbungsprozess, aber später vielleicht auch on the job? Ich glaube, grundsätzlich ist es schon von Vorteil, wenn man beispielsweise einen technischen Hintergrund hat oder politischen Hintergrund. Mhm. Allerdings, und da bin ich wahrscheinlich das beste Beispiel, am Schluss zählt eigentlich nur eins, und das ist Motivation. Mhm. Das heißt, wenn man sich wirklich für das Thema interessiert, sollte man sich damit tagtäglich beschäftigen, Podcasts hören oder Zeitungsartikel lesen. Und dann ist das alles, was zählt. Und alles andere ist natürlich auch Learning on the Job. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Die nächste Person, mit der wir sprechen werden, ist Sebastian. Sebastian arbeitet bei Roland Berger im Bereich Digital und wird uns erzählen, was Roland Berger in diesem Bereich macht. Und Sebastian wird mit uns auch über das Thema Work-Life-Balance sprechen, denn er hat beispielsweise 2020 ein sogenanntes Sabbatical gemacht, arbeitet aktuell 70% Teilzeit und wird ab Mai voraussichtlich Vater. Sebastian, du arbeitest bei Roland Berger im Bereich Digital. Kannst du uns ein, zwei Sätze zu dem Bereich sagen? Was macht ihr dort genau? Wir haben letztes Jahr unsere neue Marke Roland Berger Next gegründet. Das ist quasi unsere Marke, mit der wir unsere ganzen digitalen Aktivitäten bündeln. Darunter haben wir Themen wie Digital/IT-Transformation. Das heißt wirklich, unsere Kunden auf die Digitalisierung vorzubereiten, auf die digitalen Herausforderungen, die da mitzunehmen, dass sie auch ihre Wettbewerbsvorteile in die neue Zeit mitnehmen können. Wir haben das Thema Business Build. Da unterstützen wir unsere Kunden dabei, neue Geschäftsmodelle in eigenen kleinen Unternehmen quasi auszugründen und aufzubauen. Vor allen Dingen jetzt gerade mit Fokus auf das Thema Green Venturing. Wir haben das Thema Agile Organizations, Innovation, wo es mehr um das Thema Customer Journeys geht, digitale Produkte im Design Thinking Ansatz zu entwickeln, aber auch digitale Einheiten aufzubauen direkt. Und wir haben noch das Thema Data Analytics / Platform Solutions. Das sind wirklich unsere Data Scientists, Data Engineers, mit denen wir quasi unsere Kunden dann im Hinblick auf Datenstrategien beraten, auch Handlungsempfehlungen auf Basis von Data Analytics eben entwickeln, aber auch sogar ganze Softwarelösungen quasi entwickeln, die dann auch unsere Kunden langfristig bei sich einsetzen können. Was ist denn so der typische Case, wo ihr beratet? Also ist das, sage ich mal, ein in Anführungszeichen ganz altmodischer Mittelständler, der noch mit Computern von 2003 arbeitet und dann bringt ihr da mal komplett Digitalisierung rein oder... Von bis, okay. Sage ich mal. Also wir haben sicherlich Kunden, die jetzt noch nicht ganz so weit sind. Da musst du dann auch erstmal die Grundlagen schaffen. Ja, also teilweise sind es dann auch erstmal organisationelle Anpassungen, wo du dann erstmal, sage ich mal, die Organisation ready dafür machen musst, auch ein bisschen im agilen Modus zu arbeiten und die darauf vorzubereiten. Aber wir haben natürlich auch Themen für größere Konzerne, größere Banken, wo wir dann auch mehr in Richtung, sage ich jetzt mal, Frontend denken, wo es dann darum geht, okay, wir haben dann Lösungen, die am Schluss der Kunde auch wirklich sieht, ja, und überlegen dann auch die Richtung. Also wirklich von bis. Okay. Was war für dich der Hauptgrund, warum du gesagt hast, ich möchte bei Roland Berger arbeiten, ich möchte hier einsteigen nach meinem Studium? Das war vor allem die zwischenmenschliche Komponente. Und zwar war es konkret bei mir so, ich habe den Auswahltag erfolgreich durchlaufen, dann kommt bei uns noch das Partnergespräch, das Abschließende. Mhm. Bei mir war so ein bisschen unklar, in welche Richtung soll es gehen. Ja? Also in welchen Bereich soll ich bei uns einsteigen? Und da hat Roland Berger eben ermöglicht, dass ich einfach vor diesem abschließenden Partnergespräch jeweils fünf Gespräche, 5 bis 10 Minuten mit einzelnen Partnern führe, um einfach mal zu verstehen, was machen die, ja, was bringe ich so mit, würde das passen für ein abschließendes Partnergespräch. Diese persönliche Wertschätzung, eben weil wir auch so ein bisschen kleiner sind, ja, erlebe ich halt bis heute. Also das heißt, immer wenn ich ein Thema habe, ich möchte mich für irgendwas Spezielles jetzt einsetzen, zum Beispiel habe ich mich letztes Jahr mit dem Thema AI und Ethics auseinandergesetzt, haben da auch ein White Paper mit dem World Economic Forum zugeschrieben. Das wurde mir quasi möglich gemacht, dass ich da die Zeit für investieren kann, dass ich mich da selber einsetzen kann. Und so ist es immer. Ich habe das Gefühl, wenn ich was an Berger rantrage, dann wird das quasi auch wahrgemacht. Okay, jetzt hast du gerade auch schon so grob den Bewerbungsprozess ein bisschen angesprochen. Jetzt bist du heute auch im Bewerbungsprozess involviert, screens auch Bewerber etc. im Interviewprozess. Kannst du uns ein, zwei Sätze sagen, wie ist bei euch der Assessment-Tag aufgebaut? Was sind beispielhafte Cases, die ihr mit den Kandidatinnen und Kandidaten durchgeht und vielleicht auch warum?
Ganz klassisch ist bei uns der eine Teil eher fokussiert auf die Persönlichkeit, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass man merkt, okay, wie ticken die Leute bei Roland Berger, wie ticken die Kandidaten. Und dann gibt es natürlich noch die fachliche Komponente mit den Case-Interviews. Mhm. Ja, speziell bei mir, ich lege im Persönlichkeitsinterview vor allen Dingen auf zwei Aspekte relativ viel Wert. Das eine ist, warum will die Person in die Beratung? Ja, also was können wir dem Kandidaten oder der Kandidatin beibringen, ja, im Rahmen von einem 2- bis 3-jährigen Berufseinstieg in der Beratung? Wollen sie langfristig in ein Familienunternehmen einsteigen, was selber gründen oder auch eine langfristige Beratungskarriere machen. Das ist völlig klar, bloß mich interessiert, wie reflektiert sind die Kandidaten und Kandidaten. Der zweite Aspekt, was mich interessiert, ist, wie offen ist die Person auch über Sachen zu sprechen, die vielleicht mal nicht so gut gelaufen sind, aber auch, wie offen sind sie auch mit eigenen Schwächen umzugehen. Geht ganz konkret darum, dass ich als Projektmanager wissen muss, okay, was kann meine Teammitglieder, was können die gut, was können die nicht so gut, damit ich sie dementsprechend auch einsetzen und fördern kann, wir aber gleichzeitig sicherstellen, dass das Projekt ein Erfolg wird und alle eine gute Learning Experience dann auch haben. Bist du dann nur in Interviews drin für Leute, die dann auch in deinen Bereich kommen, oder ist das durchmischt? Das ist völlig durchmischt, okay. Ja, weil die Idee ist auch bei uns im Interviewprozess, dass man wirklich die gesamte Kultur von Roland Berger kennenlernt. Und dann gibt es natürlich noch die Cases. Ich mache meine Cases relativ offen. Also bei mir ist es sehr dialogbasiert, ja, weil ich will damit so ein bisschen die Situation darstellen, wie es wäre, wenn wir mit einem Kunden an der Fragestellung arbeiten. Und da interessiert mich dabei, wie eben auch der Kandidat am Schluss mich durchführt, ja, wie er den ganzen Case moderiert. Und am Schluss ist es auch so bei mir in den Cases, es gibt nicht die eine Lösung. Ich bin total offen in meinen Cases. Es gibt meistens einen stringenten Weg nach vorne. Man kann aber auch gerne abbiegen. Und dann freue ich mich sogar, weil dann ist der Case für mich auch ein bisschen neu zumindest. Ja. Genau. Was ist so ein Beispiel-Case? Also sage ich mal, wenn du es einfach mal nur die Problemstellung raushaust, ohne dass wir den jetzt eine halbe Stunde lang durchmachen. Also ich habe unterschiedliche Cases. Ich habe Cases, die sind mehr kreativ. Zum Beispiel einen, da geht es um eine Digital Customer Journey in einem Fußballstadion, wo wir uns quasi überlegen, welche Touchpoints gibt es und welche Geschäftsmodelle kann man dahinter hängen. Mhm. Dann gibt es aber auch technischere Themen, wie zum Beispiel das Thema Industrial Internet of Things für einen Maschinenbauer, dass wir uns quasi überlegen, okay, wie könnte eine Plattformlösung für diesen Maschinenbauer aussehen und was sind auch die technischen Voraussetzungen, die er mitbringen muss, damit wir das überhaupt auf die Straße bringen können. Mhm. Sehr, sehr cool. Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch die Frage stellen, die ich auch schon so ein bisschen in der Anmoderation gerade angedeutet hatte. Und zwar das Thema Work-Life-Balance. Na, du hattest ein Sabbatical in 2020, arbeitest jetzt gerade 70% Teilzeit, wirst im Mai Vater voraussichtlich. Und da wollte ich einfach fragen, war das von Anfang an von dir so geplant, dass du sagst, ich möchte in die Beratung, weil ich mir da meine Zeit so frei einteilen kann? Kannst du uns sagen, was ist ein Sabbatical? Wie sieht sowas in der Beratung aus? Wie geht Teilzeitarbeiten in der Beratung? Wie bringst du das unter einen Hut? Mhm. Gerne. Also ich sag mal so, es war jetzt nicht der ursprüngliche Ausgangspunkt, warum ich in die Beratung gegangen bin. Mhm. Bei mir waren eher so die klassischen Beweggründe, viel sehen, viel erleben, waren der Ausschlagpunkt. Aber ich habe es mehr und mehr schätzen gelernt, dann je länger ich dabei war, dass man einfach diese Flexibilität im Beratungsalltag hat, sich eben auch Auszeiten zu nehmen. Sei es ein Sabbatical, sei es auch unbezahlter Urlaub, weil das Geschäftsmodell es halt hergibt. Ja? Wenn wir längere Zeit raus sind, sind wir quasi einfach auf Projekten nicht eingesetzt. Ja? Danach kann man wieder flexibel auf ein neues Projekt einsteigen. Bei uns läuft es so ab, mit dem Sabbatical zum Beispiel, das meldet man an, bespricht das mit seinem Mentor mit einer gewissen Vorlaufzeit, das hängt immer von der aktuellen Geschäftssituation ab, wie schnell man das realisieren kann, aber meistens innerhalb von 1 bis 3 Monaten. Mhm. Und dann kann man sich aussuchen, wie lange man rausgeht. Zwischen 3 und 6 Monaten ist alles frei wählbar. Und ja, für die Zeit ist man dann wirklich off. Ja? Man kann alles an Handy und Laptop weiter benutzen, aber man ist wirklich off, wird auch einem nicht quasi auf die Füße getreten. Und ja, ich habe die Zeit damals genutzt, um eine Alpenüberquerung zu machen zu Fuß, viel zu reisen, einfach auch mal wieder die Batterien aufzuladen. Mhm. Und das bedeutet einfach quasi wie, in Anführungszeichen, wenn du gekündigt hättest, aber du weißt, ich kann auf jeden Fall wieder zurück sozusagen. So kann man es beschreiben, genau. Allerdings ist es schon auch so, dass man quasi während der Zeit im Sabbatical bekommt man weiter einen gewissen Anteil vom Gehalt, damit die Sozialleistungen weiterlaufen. Okay. Das muss man quasi davor ansparen oder danach zurückzahlen sozusagen anteilig. Also man muss es schon so ein bisschen vorbereiten. Okay, und mit der Teilzeit funktioniert das dann ähnlich?
Mit der Teilzeit, also das ist ein sehr individuelles Modell. Da können wir immer darauf eingehen, wie es quasi für den Berater oder die Beraterin am besten ist. Ich bin jetzt im speziellen Fall auf 70%. Mhm. Das heißt, ich arbeite jetzt aktuell Vollzeit, kriege 70% meines Gehalts und spare mir aber die Urlaubstage quasi an. Ich habe dieses Jahr 100 Urlaubstage, die ich quasi flexibel dann nutzen kann, eben rund um die Geburt, wenn es dann soweit ist, Ende Mai. Erstmal 4-5 Wochen rauszugehen, zu gucken, dass die Familie gut ins Laufen kommt. Ja, und dann gegen Ende des Jahres einfach nochmal viel Zeit zu investieren mit der Familie, dass eben auch meine Freundin und ich wir uns da gut die Herausforderungen eben aufteilen können. Mhm. Und dann gibt es ja nächstes Jahr auch noch die Elternzeit, also so kriegen wir das beide gut unter einen Hut. Okay, und du hast da für dich das Gefühl, dass es auch komplett akzeptiert wird, wenn man ja schon sagt, irgendwie Beratung, sehr karriereorientiert etc.? Ja, absolut. Es ist aber auch so ein Schritt, den man von sich selber einfach machen muss, sich das zu trauen. Ja? Und ich habe das bei Roland Berger immer wieder festgestellt, man denkt sich irgendwie am Schluss, ist es jetzt ein schwieriges Thema, aber es wird inzwischen mit offenen Armen aufgenommen, ja, dass wir die Flexibilität eben den Beraterinnen und Berater an die Hand geben, weil es ist auch einfach dann ein langfristigeres Lebensmodell, das funktioniert. Ja? Also Und ehrlich gesagt ist jetzt auch die Beratung für mich die optimale Branche, um eben auch Teil der Familie jetzt am Anfang so zu sein, wie ich es gerne hätte. Ja, in einem Industriejob wäre es sicherlich schwieriger, einfach flexibel mal 5-6 Wochen und dann nochmal 3 Monate rauszugehen. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Danke dir. Wie genau Roland Berger als gesamtes Unternehmen aufgebaut ist und wie man hier auch Karriere machen kann, darüber spreche ich jetzt als nächstes mit Sebastian Gundermann. Sebastian arbeitet bei Roland Berger als Senior Partner in der Automotive Practice und kann inzwischen schon auf rund 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Sebastian, du hast inzwischen ja schon echt sehr viel Berufserfahrung gesammelt, aber dennoch bist du jeden Tag motiviert, energiegeladen aufzustehen und auch für Roland Berger zu arbeiten. Was ist für dich so der eine Hauptgrund, weshalb du sagst, nee, ich gehe jetzt nicht in Frührente, sondern ich bin hier immer noch dabei und bin voller Motivation, Gas zu geben? Für mich sind es tatsächlich zwei Themen. Auf der einen Seite sind es natürlich super, super spannende Projekte. Ja, ich bin seit 20 Jahren in der Automobilindustrie und das, was ich die letzten 2-3 Jahre erlebt habe, ist ein Wandel, den es wahrscheinlich gar nicht gab, noch nie gab. Das sind Themen wie Elektrifizierung der Industrie, das ist das Thema Digitalisierung, das ist aber auch das Thema autonomes Fahren und gleichzeitig gepaart halt eben mit Krisen, die wir alle ja in unserer Lebenszeit noch nie erlebt haben, sei es Covid, sei es auch Halbleiterkrise und jetzt aktuell der Krieg in der Ukraine. Und diese Krisen und diese Herausforderungen aktiv mit dem Kunden zu gestalten, den Kunden oder unsere Kunden durch diese Transformation zu begleiten und erfolgreich zu machen, das motiviert mich jeden Tag. Und der zweite Teil ist das Thema Team. Ich empfinde das als wirklich als unfassbares Privileg, jeden Tag mit tollen Teams zu arbeiten, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, junge Kolleginnen und Kollegen, sehr erfahrene Kollegen auf der Klientenseite, tolle Menschen zu treffen, von denen ich jeden Tag lernen kann. Und das sind die beiden Themen, die eigentlich von Tag 1 an in meiner Karriere bis heute mich immer wieder faszinieren und fesseln und motivieren und der Grund sind, warum ich diesen Job mache. Ich habe zu beiden Themen ein Wort als Rückfrage: Verantwortung. Fühlst du auch für deine Kunden eine gewisse Verantwortung, dass du sagst, wenn ich jetzt aufhören würde, wenn ich jetzt in Frührente gehen würde, dann würden da einige Firmen vielleicht gewisse Themen nicht so gut meistern können und dann würden daran Arbeitsplätze hängen etc.? Und spürst du auch eine Verantwortung gegenüber deinem Team, dass du sagst, okay, die könnte ich jetzt auch gar nicht im Stich lassen? Also ich begleite ja meine Kunden jetzt nicht nur 3 Monate, sondern über viele, viele Jahre. Und dadurch verwischen manchmal natürlich die Grenzen. Ja? Mhm. Bist du jetzt Berater oder bist du Teil des Kunden? Und du entwickelst natürlich Verantwortung für den Kunden. Du bist verantwortlich, in vielen Situationen ja Konzepte zu definieren. Mhm. Andere entscheiden sie, aber du bist verantwortlich für gute Konzepte. Und am Ende ist gerade die Frage, schaffen es diese Konzepte erfolgreich in die Umsetzung? Das ist ja der entscheidende Punkt. Also bist du da als Berater voll verantwortlich für. Und du bist natürlich verantwortlich auf der einen Seite für Roland Berger. Und Roland Berger sind Menschen. Und du bist verantwortlich für die. Und als Partner oder als Projektleiter oder als Mentor bin ich natürlich verantwortlich. Ich bin verantwortlich für Karriereentwicklung. Ich bin verantwortlich für das, was täglich auf den Projekten passiert. Und wenn du so viel Zeit miteinander verbringst, bist du auch verantwortlich für den Menschen, was häufig sogar ins Private hineingeht. Das heißt wirklich, private Fragestellungen werden in geschützten Räumen beruflich diskutiert. Ja. Position als Senior Partner, was genau bedeutet das? Du hast schon ein bisschen gesagt, irgendwie du betreust gewisse Kunden irgendwie jahrelang.
Kannst du so ein bisschen was darüber sagen, was sind so deine Aufgaben, was ist dein Verantwortungsbereich und was bedeutest du auch für Roland Berger als Gesamtsituation? Also was ist auch deine Hauptaufgabe in diesem Konstrukt Roland Berger? Ich hab drei Themen im Wesentlichen. Das eine ist Projektarbeit. Was heißt Projektarbeit? Heißt, die Verantwortung zu haben für Akquise von Projekten und natürlich auch am Ende für die Projekte an sich, dass sie tatsächlich auch geliefert werden. Mhm. Das hat immer den größten Teil meiner Arbeit eingenommen und tut es auch heute noch. Ja, was heißt das auf Projekten? Auf einigen Projekten bin ich eher wenige Tage eher als Experte eingesetzt, aber in meinen Projekten bin ich meistens wirklich voll beim Klienten, voll in den Teams drin. Ich leite die Teams, ich führe die Teams. Und das ist der Grund, warum ich Berater bin. Ja, das ist der Grund, warum ich Berater bin. Und das nimmt die meiste Zeit ein. Das zweite Thema, was ich verantworte, ist Geschäftsfeldverantwortung. Ich bin bei Roland Berger verantwortlich für das europäische Geschäft mit Automobilherstellern. Das ist natürlich ein riesiges Team von Partnerinnen, Partnern, Beraterinnen und Beratern, die auf diesen Projekten arbeiten. Aber ich habe die übergreifende Koordination. Das heißt, ich sorge dafür, dass die richtigen Teams beim richtigen Klienten sind. Ich sorge dafür, dass wir die richtigen Schwerpunkte auch in dem ganzen Thema Know-how-Aufbau, Know-how-Weiterentwicklung setzen. Und ich entscheide mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam, welche Themen für uns auch am Ende attraktiv sind. Drittes Thema, was ich seit gut 3 Jahren mache, ist eine gewisse HR-Verantwortung innerhalb Automotive-Dach. Habe ich auf der, ich sag mal eher auf der Beraterseite die HR-Verantwortung. Das heißt es, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von HR verantwortlich sein für Weiterentwicklung der Teams, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, aber auch Entscheidungen zu treffen. Was sind die richtigen Programme für unsere Teams? Sei es, wer sollte Promotionsprogramme machen? Wer geht besser in Sabbatical-Programme hinein? Und wir haben ja in den letzten Jahren ganz häufig das Thema Social Fellowship-Themen, also wirklich auch soziale Auszeiten. Und ich kümmere mich darum, auch hier im Prinzip den richtigen Mix zu finden. Wenn du 20 Jahre zurückguckst, hättest du dir das so vorstellen können? Hättest du dir selber zugetraut? Hast du das Ganze geplant? Bist du da immer mehr reingerutscht? Hast du das selber aktiv eingefordert? Ich möchte jetzt diesen Schritt gehen, ich möchte jetzt diesen Schritt gehen. War das immer so, dass jemand von außen auf dich zugekommen ist? Ey Sebastian, du machst das so gut. Wäre nicht diese Position was für dich? Wie würdest du so deine Karriere über die letzten 20 Jahre rückwirkend anschauen? Und was für Tipps kannst du daraus ableiten für junge Beraterinnen, für junge Berater? Also ich habe sehr bewusst und ich habe sehr früh gewusst, dass ich in die Beratung will. Das war ein sehr bewusster Einstieg. Und ich glaube, ich habe so alle 3, 4, 5 Jahre überprüft, bin ich auf dem richtigen Weg? Will ich was anderes machen? Ist Beratung für mich das Richtige oder ist Industrie für mich das Richtige? Und habe aber immer wieder für mich die Entscheidung getroffen, das ist eigentlich der Job, den ich machen will. Ja, ich habe wahnsinnig Spaß daran, in unterschiedlichen Themen bei unterschiedlichen Klienten zu arbeiten. Ich habe aber tatsächlich vor einigen Jahren mal die Entscheidung getroffen, einem Klienten, der wirklich in einer ganz tiefen Krise war, zu helfen. Und es war klar, dass diese Hilfe nicht mehr auf der Beraterseite, sondern nur auf der Industrieseite stattfinden kann und bin dann sehr bewusst für 3 Jahre mal in eine Top-Management-Position beim Klienten gegangen und habe den Klienten durch diese Krise aus dieser Perspektive begleitet und dann aber auch wieder sehr bewusst die Entscheidung getroffen, eine ganz tolle Phase in meinem Leben, möchte aber zurück in die Beratung und bin dann zurück zu Berger gekommen. Du hast gefragt, was würde ich mir selbst mitgeben oder was würde ich mitgeben, sind für mich 3 Themen. Und das ist ein Mix aus beruflich und privat, weil ich glaube, es gilt für beides. Das eine ist das Thema, sei immer du selbst. Ja? Steh für deine Überzeugungen ein, halte Konflikte aus und kämpfe auch für die Meinung, die du hast. Das ist für mich ganz wesentlich, auch als Berater. Zweites Thema ist für mich, sei ein guter Teamplayer. Du brauchst natürlich ein gesundes Selbstbewusstsein in der Beratung, um auch bestehen zu können. Aber ein gutes Beraterteam ist immer ein Team. Ja? Und der Einzelkämpfer kommt bei uns nicht weiter. Deswegen ist für mich die Teamfähigkeit und das Teamplay extrem wichtig. Und das dritte Thema, das habe ich sehr früh gelernt, ist, ein guter Berater ist jemand, der extrem gut zuhören kann. Der wirklich das Problem des Klienten versteht, das Problem dahinter versteht und erst dann in der Lage ist, die richtige Lösung zu finden. Das heißt, Zuhören, Offenheit ist für mich so eine ganz wesentliche Eigenschaft, die ein Berater haben. Dieser Zwischenstopp in die Industrie für 3 Jahre in der Top-Management-Position, dann wieder zurück in die Strategieberatung, ist das etwas, was einige Partnerkolleginnen und Kollegen von dir auch machen oder ist das schon eher ein Einzelfall? Na, ich glaube, wir haben einen super gesunden Mix von Kolleginnen und Kollegen, die aus der Industrie zu uns kommen,
die von uns in die Industrie gehen. Und wir sehen sehr häufig genau diesen Schritt, bewusst auch mal rauszugehen, ich sag mal auch wirkliche Linienerfahrungen zu sammeln. Das sind ja nochmal ganz andere Probleme, mit denen du da konfrontiert bist. Und dann auch sehr bewusst den Schritt zu Roland Berger zurück. Mich hat es zum besseren Berater gemacht. Bin ich fest davon überzeugt, weil ich tatsächlich verstanden habe, was auch die großen Hindernisse und Hürden sind, wenn du halt eben in der Linienverantwortung bist. Wenn wir vielleicht nochmal über das unternehmerische Konstrukt Roland Berger sprechen, wo du als Senior Partner natürlich auch eine unternehmerische Mitverantwortung für hast. Wie ist Roland Berger an sich, also wie ist die Strategieberatung Roland Berger als sich unternehmerisch aufgebaut? Wenn du vielleicht jetzt mal einmal noch so einen Einblick gibst für jemanden, der sich noch nicht so ganz genau vorstellen kann, wie so ein Geschäftsmodell von einer Unternehmensberatung funktioniert. Kannst du uns vielleicht einmal geben, so einen Einblick geben, okay, was sind eure Abteilungen, was ist der typische Kunde, wie lange habt ihr den typischen Kunden und was ist vielleicht auch so der Punkt, was irgendwie so euer USP ist, wo ihr sagt, das macht Roland Berger besser, das macht Roland Berger anders als eure Konkurrenten, als andere Unternehmensberatungen? Also für mich immer ganz wesentlich war, ist eine Größe einer Firma. Und Roland Berger ist die einzige Top-Strategieberatung mit europäischen Wurzeln. Das merkt man sehr stark auch in der Kultur, die mir sehr entgegenkommt. Es ist eine Partnerschaft. Das heißt, Roland Berger gehört heute über 200 Partnern. Das war eine sehr überschaubare Größe. Und was heißt gehören? Das heißt, jeder einzelne Partner hat volle Verantwortung für dieses Unternehmen. Er hat Verantwortung dafür, dass das Unternehmen sich sowohl auf der, ich sag mal, Angebotsseite, also gegenüber unseren Kunden und Klienten weiterentwickelt, aber eben halt auch dafür zu sorgen, dass es ein Arbeitsplatz ist, an dem man gerne arbeitet. Mhm. Wir sind strukturiert, so muss man sich das vorstellen. Wir haben Spezialisten, die für einzelne Industrien zuständig sind, zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen und ich für das Thema Automotive zum Beispiel. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben eine sehr starke funktionale Expertise, sei es Marketing, ja, sei es digitale Themen. Und am Ende stellen wir das beste Team zusammen für den jeweiligen Klientencase. Das heißt, Teams aus ganz unterschiedlichen Erfahrungsbereichen. Du hast nochmal gefragt, was unterscheidet uns? Wir fragen ja unsere Kunden regelmäßig, was uns unterscheidet. Und das Top-Thema in diesen Rückmeldungen ist das Thema Umsetzungsstärke. Ja? Ich glaube, der eine Teil unseres Jobs ist es, hervorragende Konzepte zu machen. Ja, Strategien zu entwickeln, Analysen zu fahren. Was Roland Berger unterscheidet, ist wirklich die Fähigkeit, das, was konzeptionell entstanden ist, tatsächlich auch zu implementieren. Ja, weil erst dann erreichst du ja auch die Wirkung beim Kunden. Und wir verlassen die Kunden auch tatsächlich erst, wenn diese Umsetzungen auch erfolgreich sind. Das heißt, wir haben in der Regel sehr lange Kundenbeziehungen, begleiten Kunden über viele, viele Jahre mit unterschiedlichen Fragestellungen natürlich, aber halt eben auch mit dem Ziel, Kunden am Ende stärker, erfolgreicher und besser zu machen. Wenn du uns vielleicht mal so einen groben Überblick geben kannst über eure Kunden, weiß ich jetzt auch nicht, ob du das überhaupt kannst, ne? Ob man das öffentlich teilen kann, wenn du so ein bisschen überlegst, okay, ist es eher so, wir haben, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, 50 richtig, richtig große Konzernkunden, bei denen wir irgendwie, sage ich mal, 90% unserer Projekte machen? Oder ist es eher so, und da kommen auch gar nicht so viel hinzu, sondern es sind eigentlich immer die gleichen? Oder ist es irgendwie so, dass, sage ich mal, die Hälfte sind so die standardgroßen Kunden und dann die andere Hälfte der Projekte sind dann neu akquirierte Projekte bei vielleicht kleineren Firmen, wo man mal ein, zwei Projekte macht? Wie ist so eure Kundenlandschaft ein bisschen aufgebaut? Also ich nehme mal meinen Bereich, ja, Automobilindustrie auf der globalen Seite. Wir haben, der Großteil sind bestehende Kundenbeziehungen über viele, viele Jahre. Es gibt natürlich immer wieder Kunden, die kommen neu dazu. Ja? Es gibt immer wieder Kunden, die nutzen uns nur sehr speziell. Wenige Projekte über einen Zeitraum von 5 Jahren, aber im Prinzip ist unser Portfolio mit Sicherheit eher so in der Größenordnung 2/3 lange, lange Bestandskunden und 1/3 eher Kunden, die mal für sehr spezielle Fragestellungen auf uns zugehen. Und natürlich, wenn du so von den Größenordnungen schaust, es sind viele extrem große Unternehmen, es sind die Top-Player in den jeweiligen Industrien, die mit uns arbeiten. Es sind aber auch, und ich glaube, dafür steht auch Roland Berger, es sind auch viele mittelständische Unternehmen, die mit uns arbeiten und auch sehr bewusst sich für uns entscheiden,
Wahrscheinlich auch sehr stark aus diesem Thema Umsetzungsstärke heraus. Mhm. Und wenn du dann als verantwortlicher Partner in diesem Fall irgendwie Projekte akquirierst, neue Projekte abschließt, mit wem bist du dann im Austausch von den Firmen? Sind das dann die C-Level-Executives? Ist das mittlere Management? Mit wem bist du im Austausch? Ist häufig ganz unterschiedlich. Also natürlich immer sehr stark C-Level-Vorstände, die auch für unsere Projekte mitverantwortlich sind. In einigen Fällen ist es auch eine Kombination aus Vorstand und Aufsichtsrat, die sehr bewusst die Entscheidung treffen, anstelle mit Beratern zu arbeiten. Das sind diejenigen, die über die Projekte entscheiden. Die tatsächliche Projektarbeit findet natürlich komplett durchs Unternehmen statt. Ja? Von Vorstand bis Mitarbeiter in den gemixten Teams. Das kann man auch gar nicht so genau einschätzen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass du erfolgreich Projekte halt eben nicht nur von oben nach unten machen kannst, sondern du brauchst im Prinzip, um erfolgreich zu sein, auch Management, Mitarbeiterschaft hinter dir. Anders lassen sich große Transformationsprogramme auch gar nicht umsetzen. Schafft man es nicht ohne Arbeit in so eine Position rein, nehme ich an. Und das ist auch mit so viel Verantwortung verbunden. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass du wirklich jeden Tag um 16, 17 Uhr den Laptop zuschließt und komplett abschaltest. Wie schaffst du es irgendwie jetzt 20 Jahre und hoffentlich oder wahrscheinlich noch einige weitere Jahre, so ein hohes Arbeitspensum, so eine hohe Verantwortung aufrechtzuerhalten? Und dennoch hier grinsen zu können, dennoch eine Familie zu haben etc. Wie kriegst du diesen Ausgleich hin? Was hast du dir da so über die Jahre erarbeitet? Weil ich kann mir vorstellen, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer halt grundsätzlich sagen, hey, mega geil, das ist genauso das, wofür ich Beratung machen möchte, wofür ich mich im Studium anstrenge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Position erreichbar ist, ohne das komplette Leben, ohne die komplette Freizeit zu opfern. Was kannst du dazu sagen? Also du hast Familie angesprochen, ist tatsächlich mein Ruhepol. Mein Ruhepol ist meine Familie, meine Frau und unser Sohn ist jetzt gerade 6 geworden. Sehr bewusst Zeit zu verbringen, ja, sehr bewusst sich die Auszeiten zu nehmen. Zum Beispiel diesen Sommer nehme ich mir 6 Wochen einfach eine Auszeit, auch außerhalb von Ferienzeit, und wir fahren 6 Wochen mit einem Campingbus durch Südeuropa. Ja? Mhm. Und das als starken Kontrast und in dieser Zeit auch tatsächlich nicht zu arbeiten. Ja? Nicht arbeiten und bewusst Zeit auch mit meiner Familie zu verbringen. Das Zweite, wir leben in der Nähe von München, was ich schon immer mache, ist für mich Berge. Ja? Berge mit Freunden und mit Familie zu erleben. Im Sommer gehen wir klettern und Bergsteigen, im Winter ist es halt Skifahren und Skitouren gehen und sehr bewusst diese Zeit zu nutzen, um auch Energie und Batterien wieder aufzuladen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, auch während einer natürlich intensiven Arbeitswoche, und das ist intensiv und das hat Hochphasen, sich auch während der Woche Auszeiten zu nehmen. Und das kann sein, während der Woche Sport aktiv zu planen. Ja. Es kann aber auch genauso sein, mit dem Projektteam was zu machen. Ja, und abends essen zu gehen oder auch mal gemeinsam Sport zu machen und dann eben da nicht nur über Job zu reden, um auch wirklich immer wieder Batterien aufzuladen. Weil nur wenn diese Batterien voll sind und energetisch sind, dann kannst du auch diesen Job machen und kannst am Ende ja auch in den Projekten bestehen. Deswegen ist dieser Ausgleich tatsächlich Teil des Geschäftes und muss auch aktiv geplant werden. Prima. Vielen, vielen Dank. Vielleicht letzte Frage von mir. Du hattest gesagt, was die Kunden oder eure Kunden an Werten von euch schätzen. Umsetzungsstärke, auch die europäische Herkunft beispielsweise. Ich werde da gleich mit dem Per noch mehr drüber sprechen, was die Kultur von Roland Berger einzigartig macht oder ausmacht. Vielleicht ist auch aus deiner Perspektive, was ist auf Seiten des Teams, auf Seiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das, was du so ein bisschen an Feedback vielleicht auch gespiegelt bekommst oder was du auch versuchst, aktiv umzusetzen, was so die Werte sind, die in der Kultur von Roland Berger intern fest verankert sind. Also ich hatte vorhin mal so ein bisschen über Freiheitsgrade gesprochen. Für mich ein ganz wesentliches das Thema, Freiheitsgrade zu geben und auch zu nutzen. Einer unserer Top-Werte, und den lebe ich auch tatsächlich, ist Entrepreneurship. Und was heißt das für mich? Eben nicht nur in Standards zu denken, sondern bewusst junge Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, eigene Ideen zu verfolgen, eigene Ideen einzubringen. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass jemand eine tolle Idee hat und wir sagen, komm, wir verfolgen die gemeinsam und wir geben dir Freiraum und auch finanziellen Freiraum, diese Idee zu verfolgen. Mhm. Das ist für mich so ein ganz wesentlicher Wert. Und der zweite ist für mich Empathie. Wenn ich heute junge Kolleginnen und Kollegen habe, die ich auch versuche weiterzuentwickeln, ist das für mich so eins der Top-Themen, worauf ich Wert lege, tatsächlich
empathisch zu sein, Empathie gegenüber Kunde, Empathie gegenüber Kolleginnen aufzubauen, weil ich glaube tatsächlich, dass du nur dann, ich sag mal, in einer Firma einen Raum schaffst, an dem es auch wirklich Spaß macht zu arbeiten. Top. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese Antworten. Macht total Spaß. Danke. Als nächstes werden wir direkt nochmals mit jemandem aus dem Partnerkreis von Roland Berger sprechen, und zwar mit Per Breuer. Per ist inzwischen schon seit über 23 Jahren bei Roland Berger mit dabei und ist heute Global Head of HR. Das heißt, wir werden vor allem mit ihm über das Thema Arbeitskultur bei Roland Berger sprechen. Per, mit dir möchte ich heute vor allem über die Kultur bei Roland Berger sprechen. Ich meine, du bist jetzt schon seit über 23 Jahren hier mit dabei. Was macht deiner Meinung nach die Kultur von Roland Berger einzigartig? Roland Berger bringt eine tolle Mischung aus Internationalität, ja, globalem Footprint, Fullliner, was unsere Themen angeht, und gleichzeitig aber von der Größe her ein Family-Feeling. Ja, mhm. Wir schaffen es, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, eine Möglichkeit zu geben, wirklich einen Unterschied zu machen, früh Verantwortung zu übernehmen, das auf mit spannenden Themen, mit globalen Projekten, internationalen Projekten, und wir gleichzeitig sich auch zu Hause zu fühlen und beides zu haben. Große, weite Welt, ja, mhm. und ein bisschen auch ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, ein Team, in dem man extrem nah verankert ist. Mhm. Das ist etwas, was uns auszeichnet. Und dann bringt es eben auch mit sich. Ich habe in meiner Karriere nie gehört, das kannst du nicht machen. Ja, es gab ambitionierte Ziele und manchmal auch irgendwie ein bisschen, dass man jetzt liefern muss. Aber ich habe immer früh Verantwortung übertragen bekommen. Ich war Anfang 30, als ich diese Rolle übertragen bekommen habe, was ich als ein extremes Vertrauensbeweis von der Organisation empfunden habe. Und viel Unterstützung in dem Weg, wenn man Dinge verändern wollte. Mhm. Und das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen in der Beratung ganz früh in den Ländern, aber auch selbst in den großen Ländern hier wie bei uns in Deutschland oder in der DACH-Region, dass wir versuchen, jeden Einzelnen individuell so zu entwickeln, wie er das möchte, und auch die Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass er das in seiner Business-Plattform, was ihn interessiert, den Neigungen entsprechend auch tun kann. Mhm. Kannst du uns dazu ein konkretes Beispiel beispielsweise geben, vielleicht von einer jungen Beraterin, von einem jungen Berater, der irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt in diesem Bereich etwas verändern? Fällt dir da spontan irgendwie was ein, wo du sagst, okay, das ist ein spezifisches Beispiel für sowas? Also es gibt Beispiele, wo Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir wollen einen neuen Markt öffnen, international. Mhm. Ja, und sagen, ich möchte den Markt in Vietnam oder in Myanmar oder vor 20 Jahren war es Rumänien in Osteuropa eröffnen, und wo wir einem Projektmanager damals die Verantwortung gegeben haben, nimm das Thema, bau ein Office auf. Heute ist es ein Office von 30, 40 Ländern. Das gibt es aber natürlich auch in den Großen. Da ist es halt vielleicht eher ein Thema, was man sagt, dass man entwickeln möchte. Eine Senior Consultant von uns aus Indien, die dort ihre Karriere begonnen hat, ist zu uns gekommen in Deutschland und ist heute als eine Partnerin verantwortlich für einen Teil unseres Automotive-Segments, was sie auch in relativ jungen Karrierejahren übertragen gekommen hat. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo, wenn man einen unternehmerischen Drive hat, diese Dinge auch voranbringt. Und eben dieses unternehmerische Unternehmertum, Freiheiten, Dinge vorantreiben zu können, das ist etwas, was Roland Berger auszeichnet. Hast du da über die letzten 20, 23 Jahre eine Veränderung gesehen, dass du sagst, okay, vielleicht jetzt auch in deiner Rolle als Head of HR, dass du dieses Thema, wir fördern das Unternehmertum unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass du das Thema irgendwie vorangetrieben hast? Oder würdest du sagen, das war etwas, was die Kultur von Roland Berger schon immer ausgemacht hat? Das ist etwas, das ist ganz tief in der DNA verzeichnet. Natürlich haben sich die Facetten geändert. Ja, wir leben das deutlich breiter, wenn wir über unsere Fellowship-Programme beispielsweise nachdenken, wo wir Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, auch nicht businessbezogene Dinge zu unterstützen, ob das jetzt das eigene Startup ist oder mal ein paar Monate rauszugehen und eine NGO zu unterstützen. Da sind wir deutlich breiter geworden, deutlich facettenreicher geworden. Habt ihr vor, Roland Berger dann über die nächsten, wenn wir mal irgendwie 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft schauen, soll Roland Berger noch weiter wachsen, weil du jetzt zum Beispiel die Größe angesprochen hast, oder sagst du, okay, wir haben jetzt gerade so eine Größe erreicht, wo wir halt diese internationale Relevanz haben, aber immer noch dieses familiäre Miteinander irgendwie?
Nein, natürlich wollen wir wachsen. Wachstum ist das, was viele Kolleginnen und Kollegen in der Beratung antreibt, weil ja. Das schafft ja eigene Karrierewege, Entwicklungsmöglichkeiten etc. Ein Wachstum ist für uns schon wichtig. Mhm. Und je größer man wird, das bringt gewisse Standardisierung und Prozesse und Regeln mit sich. Das ist unvermeidlich. Aber für uns gibt es noch genug weiße Flecken, in denen ich mich entwickeln kann, sei es inhaltlich, sei es regional. Wir haben da bei weitem noch nicht die Größe erreicht, wo wir jetzt so viele, dass jede Box schon besetzt ist, dass es für alles einen Regelprozess gibt, sondern da gibt es für uns noch eine ganze Menge Upside. Insofern, glaube ich, können wir uns die Kultur auch noch über eine ganze Zeit bewahren. Okay, Thema Wachstum führt mich dann zu der Standardfrage, die jedem HR-Chef gestellt werden muss. Was ist dir bei Bewerberinnen und Bewerbern besonders wichtig? Was würdest du sagen, muss ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin bei Roland Berger unbedingt für Qualitäten mitbringen? Lass mich mal anfangen bei was ich glaube, was in der Beratungskarriere einfach enorm wichtig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Allerwichtigste, was man als Berater mitbringen muss, ist Neugier. Mhm. Am Ende natürlich auch eine Menge an Struktur. Ja, das ist das Zweite. Und interpersonellen Fähigkeiten, das wäre für mich das Dritte. Warum ist Neugier so wichtig? Weil man den Dingen ja irgendwie auf den Grund gehen muss. Man sagt immer schön, crack the case, ja, das, was wir in den Case Studies auch immer üben. In der Praxis heißt es aber, ist der Case ja nicht immer so klar. Also ich muss erstmal überhaupt kriegen, was ist jetzt wirklich das Problem des Kunden? Das ist oftmals nicht das, was man irgendwie in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots irgendwie findet. Mhm. Das ist oft das, was der Kunde glaubt, dass das Problem ist. Das mag aber nicht wirklich das Problem sein. Und diesen Dingen auf den Grund zu gehen und wirklich zu verstehen, wo das Problem liegt und den Kunden dann auch Insights liefern zu können, die ihn wirklich weiterbringen, auf einer strategischen Ebene, aber eben auch in der Tiefe zu verstehen, das ist wichtig. Und wenn man nicht neugierig ist, mag man auch einfach mal Themen finden, die einem zunächst langweilig erscheinen. Das ist unvermeidbar. Nicht jedes Thema findet jeder unbedingt irgendwie gleich spannend. Mhm. Und wer neugierig ist, wird einen Dreh auf das Thema finden, was dann doch spannend ist, ja, was einen auch motiviert, wirklich tiefer zu gehen. Und das ist, glaube ich, deshalb ist Neugier super wichtig. Neues über Dinge zu erfahren, Neues zu lernen und auch über an Menschen, mit denen man zu tun hat, was Neues zu erfahren. Das ist das Erste. Neugier wirklich ist für mich der Kern. Das Zweite, Struktur. Ja, komplexe Probleme zu zerlegen, sie bearbeitbar zu machen, aber sie auch einfach erklären zu können und das Ganze dann in eine Geschichte zu kleiden, um den Kunden dann davon zu überzeugen, was man gemacht hat. Das ist für mich das Zweite. Und das ist auch das, was man, Neugier ist schwierig zu trainieren. Mhm. Ja, Struktur kann man lernen. Und das Studium bietet unglaublich viele unterschiedliche Blickwinkel, aus der man Themen strukturieren kann. Jede Fachrichtung hat da auch unterschiedliche Stärken, wie man das rausbildet. Was mich enorm inspiriert hat, waren im Studium spieltheoretische Ansätze beispielsweise, wie man auf Probleme guckt. Aber das ist in anderen Disziplinen anders. Und drittens den Umgang mit Menschen. Denn eigentlich hat für uns jedes Projekt auch eine zwischenmenschliche Dimension. Ob ich jetzt eine Organisation verändern will, also irgendwie ein Change-Thema habe, ob es darum geht, einen Vorstand zu überzeugen, etwas zu machen oder die Mitarbeiter mitzunehmen oder auch nur das eigene Team zu führen. Also die Zwischenmenschlichkeit ist auch ganz wichtig. Und das sind die drei Dinge, die wir versuchen, in einem strukturierten Recruiting-Prozess natürlich mit abzutesten. Aber das ist auch das, finde ich, was Bewerberinnen und Bewerber mitbringen sollten, wenn sie mit uns in Kontakt treten und im Recruiting-Prozess. Und da ist uns ganz wichtig, einfach auch was über die Menschen zu erfahren. Mhm. Und die auch authentisch zu kommen und nicht uns Sachen zu erzählen, von denen geglaubt wird, dass wir sie hören wollen, sondern wir wollen wirklich etwas erfahren. Insofern dieses Jahr kam SUA. Ist ganz wichtig für uns. Sind das diese drei Eigenschaften dann deiner Meinung nach auch die, die dann für den weiteren Verlauf der Karriere wichtig sind? Sag ich mal, mit steigender Hierarchie, mit steigender Beförderung? Oder werden dann irgendwie andere Aspekte wie irgendwie Durchhaltevermögen, wie irgendwie Führungsqualitäten immer wichtiger? Das hat alle drei Sachen haben auch was mit Führungsqualitäten zu tun. Was in der Karriereentwicklung unglaublich wichtig ist, ist die Informationsverarbeitungsfähigkeit und einfach mit immer mehr Informationen, immer komplexeren Situationen umgehen zu können. Ja, das ist das, was dazukommt.
Fördert ihr sowas? Also, sag ich mal, oder ist es Learning on the Job? Oder gibt es dann irgendwie, sag ich mal, interne Mentoren, die einem dann schon als junger Beraterin, junge Berater zur Seite stehen und einem sowas erklären, wie man da rangeht? Da gibt es unterschiedlichste Begleitungen für On the Job. Natürlich hat jeder einen Mentor, der sollte die mittelfristige Entwicklung im Blick haben, der einem vielleicht auch mal Feedback gibt, wie kommst du so rüber, wie hast du was gemacht, der einen auch in der Interaktion sieht. Das ist enorm wichtig, aber der sollte vor allem die mittelfristige Rolle im Blick haben. Super wichtiges Feedback ist das, was man on the job auf dem Projekt oder in der Akquisition oder bei der Studienentwicklung kriegt von den direkt Umgebenden. Das kann auch Upboard sein, das ist auch ganz wichtig, oder von Peers, auch etwas, was wir stärken. Also da versuchen wir wirklich 360 Grad Feedback zu machen. Ich habe es in meiner Karriere sehr genossen, mit möglichst viel unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten zu können, weil es so unterschiedliche Stile gibt, unterschiedliche Stile in der Interaktion. Es gibt Leute, die sind super empathisch und machen viel auf der zwischenmenschlichen Ebene, anders sind sehr, sehr, sehr technisch orientiert und argumentieren auf der Sachebene. Und das zu sehen und so seinen eigenen Stil dabei zu finden, das ist ganz wichtig. Wir qualifizieren auf der handwerklichen Ebene, ja, also auf den bestimmten Stufen, ob das jetzt zum Senior Consultant, zum Projektmanager ist, gibt es entsprechende Bootcamps, wo wir das Handwerkszeug mitbringen. Ja, beim Projektmanager ist das am einleuchtendsten, da geht es viel um Projektmanagement-Techniken. Wie mache ich eigentlich so einen guten Projektstart? Was muss ich da machen? Wie organisiere ich Interaktion mit dem Kunden und dem Team und so weiter? Das versuchen wir zu trainieren. Und dann kriegst du natürlich über die Erfahrung immer mehr Verantwortung. Es fängt an mit einem kleinen Modul, das Modul wird größer, irgendwann ist es das Projekt. Irgendwann sind es zwei Projekte, drei Projekte, da wächst man halt so rein und irgendwann hast du dann Gesamtverantwortung dafür, auch sicherzustellen, dass die Projekte kommen und mit dem Kunden zu gehen. Und dann wandelt sich so ein bisschen die Rolle. Mhm. Da ist dann eben auch viel auf der Client-Interaction-Seite mit dabei, wo man eher versucht, die lange Linie im Projekt zu definieren, zu gucken, was ist für den Kunden wirklich wichtig, auch vielleicht über das laufende Projekt hinaus. Und die andere Rolle dann immer Schritt für Schritt auf den Projektmanager oder die jüngeren Kollegen übergeht. Okay, und du hast gesagt, es gibt Feedback konstant von allen möglichen Richtungen, von oben, von Peers etc. Wie sieht konkret eure Beurteilungssystematik aus? Na, also woran macht ihr zum Beispiel fest, ob eine Praktikantin erfolgreich ist, Praktikant? Woran macht ihr fest, ob der Junior Consultant gute Arbeit geleistet hat? Ist es Projekterfolg? Ist es... War das Feedback vom Team positiv oder negativ? War es irgendwie anhand von anderen Metriken individuelle Leistungen? Wie beurteilt ihr etwas? Wie beurteilt ihr, wer vielleicht möglicherweise auch schneller eine Beförderung bekommt? Wie geht ihr daran aus Sicht von HR? Also jetzt für die Kollegen, die Personalwirtschaftslehre studieren, es gibt da natürlich ein Kompetenzmodell und wir machen uns auch über Eignungsdiagnostik Gedanken. Rein praktisch gibt es nach jedem Projekt ein Projektreview, spätestens alle 6 Monate bei Langläufern, in dem entlang eines strukturierten Fragebogens nach diesen Kompetenzbereichen das halt bewertet wird. Ja, das hat was mit der Klienteninteraktion zu tun, wie agiere ich im Team, wie strukturiert bin ich und so weiter. Das wird immer durch den direkten operativen Chef in Anführungsstrichen gemacht. Ja, ist typischerweise der Projektmanager. Das Ganze gibt es aber auch für den Projektmanager durch den verantwortlichen Partner oder Principal. Das ist die Seite, sowas habe ich auf dem Projekt gemacht. Dann gibt es eine zweite Facette. Projekt ist ja nicht alles. Wir sehen auch Interaktion im Team, in unserer Plattform oder in den kleinen Teams. Da gibt es durch den Mentor eine Bewertung, der alles das bewertet, was man so sonst nicht auf dem Projekt beobachtet. Ja, das hat auch eine mittelfristige Entwicklungsdimension. Also da sind auch ein paar Sachen mit dabei, die auf dem Projekt man eben nicht sieht. Dann gibt es für die Führungskräfte, angefangen beim Projektmanager, ein Bottom-up. Also in genau der gleichen Systematik geben die Teams ein Bottom-up. Die Führungskräfte, Principals und Partner bei uns kriegen auch ein Bottom-up. Das ist dann anonymisiert, um sicherzustellen, dass da auch transparentes Feedback wirklich kommt. Und das Ganze geht dann in einen Review-Prozess. Super spannend. Vielen, vielen Dank für die Insights. Vielleicht eine letzte persönlichere Frage am Ende noch. Als globaler HR-Chef von einer Top-Strategieberatung wie Roland Berger, wie sieht so dein aktuelles Aufgabenprofil aus? Also wie sieht so eine typische Woche von dir aus? Was sind so Aufgaben, die du aktuell noch hast? Was sind so Projekte, die du betreust?
Also wir haben natürlich eine umfangreiche HR-Agenda und da gibt es zwei Themen, die mir persönlich ganz stark am Herzen liegen. Das eine ist, unsere Diversity nach vorne zu kriegen. Mhm. Da haben wir noch ein Handlungsfeld, auch wenn wir uns da schon ganz gut entwickelt haben, aber da gibt es noch viel zu tun. Mhm. Da kümmere ich mich ganz praktisch um Recruiting-Aktivitäten, meistens dann auf ein bisschen seniorerer Ebene, führe aber ganz normal auch Interviews, versuche Kandidaten von uns zu überzeugen und alles das zu machen, was wir strukturell so an Maßnahmen eingeleitet haben weltweit. Das sind aber auch manchmal dann Management-Team-Reviews und solche Sachen, um zu gucken, dass wir das voranbringen. Das Zweite, was mich im Moment persönlich, wo ich versuche, viel Zeit zu investieren, ist zu schauen, dass wir die Leute richtig, unsere Kolleginnen und Kollegen richtig entwickeln und auch den Workload in den Griff kriegen. Da haben wir eine ganze Reihe Aktivitäten, um die ich mich auch mit viel Zeit selber kümmere, um da eine Verbesserung zu erzielen. Und dann habe ich natürlich in großen Teilen auch eine manageriale Rolle weltweit. Das heißt, ich bin viel in Country Reviews mit unserem globalen Management-Team und versuche wirklich weltweit unseren Kulturwandel auch voranzubringen und Recruiting. Insofern freuen wir uns, wenn viele Kolleginnen und Kollegen sich bei uns bewerben. Karriereseite ist natürlich unten verlinkt. Per, vielen, vielen Dank für die Antworten. Ganz herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. So, jetzt haben wir viel über die Kultur bei Roland Berger gelernt. Der Einstieg geht für viele tatsächlich über ein Praktikum. Und wie so ein Praktikum bei Roland Berger abläuft, darüber sprechen wir jetzt mit Leonie. Leonie macht gerade das Gap Year Programm von Roland Berger und macht gerade ein Praktikum bei Roland Berger in den USA in Boston und wird uns jetzt per Videokonferenz zugeschaltet. Leonie, vielleicht kannst du uns am Anfang erst mal sagen, was genau das Gap Year Programm von Roland Berger ist, was du gerade absolvierst. Ja, also das Gap Year Programm richtet sich an Bachelor-Absolventen, die vor ihrem Master nochmal verschiedene Sachen sehen möchten. Und das Programm geht 9 Monate lang und besteht aus 3 verschiedenen Praktika. Das erste ist ein Beratungspraktikum in einem der deutschen Offices oder auch in Österreich oder der Schweiz, wenn man das möchte. Das zweite ist dann ein Praktikum in einem der Partner-Startups von Roland Berger. Und das letzte ist nochmal ein Beratungspraktikum in einem der internationalen Offices. Das heißt, du hast jetzt schon das deutsche oder deutschsprachige Roland Berger Praktikum und das Startup Praktikum hinter dir und bist jetzt gerade in Boston bei Roland Berger. Genau, ich bin seit 2 Wochen hier und habe alles andere schon hinter mir. Okay, wie ist so dein Alltag in Boston? Was sind da so deine Erfahrungen, vielleicht wenn du es auch mit Roland Berger in Dach vergleichst? Tatsächlich ist es noch gar nicht so unterschiedlich. Ich bin nämlich direkt wieder viel am Reisen, viel mit dem Team unterwegs. Deswegen bin ich auch gestern erst aus Chicago wiedergekommen und bin jetzt aber wieder hier im schönen Boston. Mhm. Also jetzt bist du in Boston, dann kannst du ja vielleicht einmal zeigen. Bist du an einem Fenster mit einer guten Aussicht? Oh ja, ich zeig's euch mal. Mhm. Wow, okay, cool. Das ist also, wie es in Boston gerade aussieht. Bei uns ist nicht so gutes Wetter hier in München. Ja, ich habe es schon gesehen. Zum Glück bin ich hier. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Vielleicht, wenn du jetzt nochmal über die letzten Stationen so zurück überlegst, was hat dich daran irgendwie positiv überrascht? Was fandest du jetzt in dem Gap hier besonders cool? Ich fand es tatsächlich ziemlich cool, dass meine Meinung überall mit einbezogen wurde. Also sei es jetzt, ob man mit dem Partner in einem Call war oder mit seinem Projektteam unterwegs. Ich wurde immer nach meiner Meinung gefragt und die wurde auch aktiv mit einbezogen. Mhm, okay. Wenn du jetzt nochmal irgendwie rückblickend überlegst an die Bewerbungsphase damals, da werde ich gleich auch nochmal mit der Katrin deutlich intensiver drüber sprechen, aber wenn du jetzt nochmal so Revue passieren lässt, was würdest du sagen, ist so eine Sache, die dir besonders geholfen hat im Bewerbungsprozess für das Praktikum? Da gibt es 2 Dinge, die mir ganz besonders geholfen haben. Und zwar das erste ist, dass man sich überlegt, wieso man eigentlich wirklich zu Roland Berger will. Ich meine, es gibt viele Beratungen, aber Roland Berger hat 3 Unternehmenswerte. Das ist Excellence, Entrepreneurship und Empathy. Und da würde ich mir wirklich überlegen, ob man sich damit identifizieren kann und wann man diese Werte vielleicht auch schon mal demonstriert hat. Und das andere ist eben, dass man wirklich Case Studies mit anderen Leuten zusammen übt. Also ich habe am Anfang alleine geübt, hat nicht so viel gebracht, aber dann habe ich mich auf Prep Lounge angemeldet und wirklich mit anderen Leuten mich zusammengesetzt, die auch im Bewerbungsprozess sind. Und das hat am meisten geholfen dafür. Prima. Dann vielen Dank für die Tipps und dann viele Grüße nach Boston. Danke, viele Grüße nach München.
Jetzt hat uns Leonie gerade schon ein paar erste Bewerbungstipps gegeben. Ausführlicher über das Thema spreche ich jetzt mit Katrin. Katrin arbeitet inzwischen auch schon seit über 15 Jahren bei Roland Berger und verantwortet das Thema Recruiting. Katrin, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist bezogen auf euren Bewerbungsprozess. Kannst du uns einmal umreißen, wie der Bewerbungsprozess bei Roland Berger aussieht und dann vielleicht auch, ob es konkret Unterschiede zwischen dem Bewerbungsprozess für Praktika versus Fulltime-Positionen gibt? Mhm. Wer sich bei uns für ein Praktikum bewirbt, wird zu einem Recruiting-Tag eingeladen und dadurch läuft man verschiedene Interviews, 3 Stück an der Zahl. Ein Persönlichkeitsinterview, wo wir vor allem darauf eingehen, was für eine Motivation bringt ein Bewerber mit, welche Teamerfahrung hat er oder sie gesammelt. Und dann folgen 2 Fachinterviews, die sind case-based, wie man das aus der Beratung so kennt. Mhm. Was den Festeinstieg angeht, ist der Bewerbungsprozess ein bisschen umfangreicher. Zunächst einmal wird man zu einem Analytiktest eingeladen, wo wir uns verbale, figurale und numerische Fähigkeiten anschauen. Das ist ein sehr valides und auch sehr objektives Auswahlinstrument, was wir auch in anderen Teilen der Roland Berger Welt einsetzen. Also nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch in Märkten wie China oder Middle East beispielsweise. Wer den Analytiktest gut absolviert hat, der hat anschließend auch die Chance, an einem Recruiting-Tag teilzunehmen. Auch da wieder ein Persönlichkeitsinterview und 2 Fachinterviews, sodass man auch verschiedene Beraterinnen und Berater von uns dort kennenlernen kann im Gespräch. Ja, und wer da erfolgreich ist, hat abschließend noch ein finales Partnerinterview und kann dann auch schon anfangen. Was ist euch als Firma, als Roland Berger bei Bewerberinnen und Bewerbern besonders wichtig? Also ist da, sagt ihr, okay, bei uns ist die Gewichtung vor allem auf diesen und jenen Punkten. Kannst du da irgendwelche Tipps geben? Was wichtig ist, ist tatsächlich das Thema Authentizität. Wir wollen, dass die Bewerber sich persönlich präsentieren. Deswegen führen wir auch dieses Persönlichkeitsinterview. Persönlichkeit zählt also bei uns. Wir glauben auch, dass nur ein authentischer Berater ein guter Berater sein kann und so auch das Vertrauen der Kunden gewinnen kann. Mhm. Und deswegen achten wir so stark auf das Thema Persönlichkeit. Und deswegen sollte man im Interview keine Rolle spielen, sondern wir wollen wirklich die Kandidatinnen und Kandidaten als potenzielle neue Kollegen kennenlernen. Was sind dann, wenn du jetzt das Thema Authentizität ansprichst, kannst du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung auch ein konkretes Beispiel geben für jemand, der, wo man merkt, okay, die Person hat irgendwie eine Rolle gespielt versus eine Person, die super authentisch ist, weil ich glaube immer, viele trauen sich vielleicht auch nicht authentisch zu sein, weil sie denken, ich habe so meine Marotten und das möchte Roland Berger gar nicht sehen. Also Selbstmarketing ist natürlich wichtig, ganz klar. Im Interview soll man natürlich sich auch von seiner Schokoladenseite zeigen können, aber auch Fehler und Schwächen sind menschlich und wir möchten jemanden in all seinen Facetten kennenlernen. Und wenn man einfach nur so zu künstlich sich gibt und sich nur als Superhero präsentiert, dann ist das einfach nicht echt. Okay. Eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Studierende umtreibt, ist die Frage Roland Berger versus die großen amerikanischen Wettbewerber. Was ist für dich das, was Roland Berger einzigartig macht? Was ist für dich das, was für Roland Berger spricht versus die amerikanischen Wettbewerber? Ich kann natürlich nur für Roland Berger sprechen und nicht für die anderen. Aber wir sind die einzige große europäische Strategieberatung in Europa gegründet. Und wir haben von Anfang an in verschiedenen Märkten, Kulturen und Sprachen gearbeitet. Und das ist uns besonders wichtig. Das ist also Teil unserer DNA. Und das merkt man auch, dass wir nach wie vor sehr viel Wert auf Vielfalt legen. Vielfalt in den Hintergründen, in den Talenten und in den Persönlichkeiten, die wir suchen und die auch bei uns arbeiten. Zweiter Punkt ist, dass wir zwar sehr stark wachsen, aber im Vergleich zu den großen amerikanischen Wettbewerbern noch kleiner sind. Das macht uns agiler, das macht uns flexibler und auch ein Stück weit persönlicher. Daraus ergeben sich auch spannende Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Also nicht jeder Kundenaccount ist bei uns schon von mehreren Personen besetzt, sondern da kann man einfach mit dran anpacken, mitgestalten und Dinge bewegen, auch international noch viel bewegen. Auch da gibt es noch viel zu tun. Und durch die Flexibilität haben wir natürlich auch die Chance, Karrieren sehr individuell zu gestalten. Bei uns gibt es maßgeschneiderte Karrieren, keine Standardkarrieren nach Schema F. Mhm. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr eine Umfrage unter unseren Beraterinnen und Beratern, wo wir jeden fragen,
Welche Karrieremodelle interessieren dich? Welche Arbeitszeitmodelle interessieren dich? Möchtest du vielleicht ein PhD machen, ein MBA, ein Sabbatical, ein Social Fellowship oder auch ein Entrepreneurial Fellowship? Man selbst hat also die Möglichkeit, seine Karriere hier mitzugestalten. Okay, und wenn man sagt, man möchte sich bei euch bewerben, für Praktikum, Festeinstieg etc., habt ihr schon einen sehr kompetitiven Bewerbungsprozess. Ihr ladet die besten Kandidatinnen und Kandidaten ein, die in die Strategieberatung möchten. Was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst? Also wo sage ich mal, also jetzt wirklich hier nicht absolute Standardfehler, dass jemand den Namen vom Unternehmen falsch schreibt oder sowas, sondern wirklich auf einem hohen Niveau, was dann aber so für euch die Gründe sind, weshalb ihr dann teilweise Bewerberinnen und Bewerbern leider auch absagen müsst. Nicht jetzt vielleicht konkret, weil irgendwie das Profil einfach nicht passt, sondern eben wirklich etwas, wo du sagst, okay, da sehen wir leider echt noch relativ oft. Jeder, der hier dieses Video anschaut, sollte bitte nicht diesen Fehler X und Y machen. Also klar, natürlich können mal Case-Interviews nicht so gut laufen, zum Beispiel, weil sie nicht gut genug strukturiert worden sind. Also das Thema Strukturierungsfähigkeit ist tatsächlich eins, auf das man sich gut vorbereiten sollte und das man gut trainieren sollte und das man auch beispielsweise in den Bewerbungsunterlagen schon gut auch heranziehen sollte. Also wir legen Wert darauf, dass die Unterlagen gut strukturiert sind, dass die Werdegänge gut dargelegt worden sind. Und typische Fehler gibt es eigentlich nicht, aber eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Zum einen eine gute Vorbereitung auf den Analytiktest. Wir bieten da Übungsmöglichkeiten an und wenn man einfach weiß, was einen erwartet, welche Art von Aufgaben da auf einen zukommen, dann ist man einfach sicherer in dem, was man tut und dann auch erfolgreicher. Cases lassen sich natürlich auch trainieren, mit einer Freundin oder einem Freund einfach mal so ein Interview auch durchzuspielen. Ich glaube, auch das gibt Sicherheit und Selbstbewusstsein. Ja. Und du hast es angesprochen, die Bewerbungsunterlagen, das ist eine erste Arbeitsprobe, das ist eine erste Visitenkarte. Und du glaubst nicht, wie viele Unterlagen bei uns ankommen, die tatsächlich an ein anderes Unternehmen sind. Tatsächlich, auf dem Niveau auch noch. Mhm. Okay, das tut dann natürlich weh. Also auf jeden Fall bitte doppelt und dreifach die Bewerbungsunterlagen checken, ob da auch alles passt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, okay, ab wann kann man sich bewerben, beziehungsweise was sind eure harten Kriterien, wo ihr sagt, okay, jetzt mal angenommen, die Bewerbungsunterlagen waren sauber, da hat alles gepasst, die Person hat es gut strukturiert. Ab welchem Punkt ladet ihr Leute vor allem vielleicht erstmal zu einem Praktikum ein? Also was muss da gegeben sein an Noten, was muss da gegeben sein an Praxiserfahrung, was muss da gegeben sein an irgendwie Uni-FH-Name? Was sind sonst noch so Punkte, wo ihr darauf achtet, womit man irgendwie sein Profil aufbessern kann, wenn man vielleicht in einem Bereich nicht absolute Bestleistung abgeliefert hat? Also es ist tatsächlich immer das Gesamtbild einer Bewerbung, was entscheidet. Es ist jetzt nicht so, dass da ein Punkt ist, wo wir sagen, das ist aber hier und deswegen laden wir dich nicht ein. Aber klar, wir legen schon Wert auf akademische Leistungen, aber auch da gibt es keinen harten Cut-off, sondern wenn jetzt jemand irgendwie was anderes Spezifisches gemacht hat, wo wir sagen, das ist ein Pluspunkt, dann kann man auch irgendwie eine schlechtere Note im Abitur oder im Bachelor auf jeden Fall wieder ausgleichen. Und es ist auch nicht so wichtig, was jemand studiert hat, ob das jetzt Informatik ist oder Physik oder Politologie. Wichtig ist, dass man es gut gemacht hat und mit Leidenschaft studiert hat. Ja? Du hast das Thema Praktikum angesprochen. In der Regel erwarten wir von unseren künftigen Praktikantinnen und Praktikanten, dass sie etwa 2 Praktika gemacht haben, die auch relevant sind für das, was man bei Roland Berger tun würde. Aber da sind unsere Erwartungen auch andere, beispielsweise an einen Wirtschaftswissenschaftler, der irgendwie auch schon vielleicht mehr im Unternehmensumfeld gemacht hat, als jetzt an jemanden, der eher aus dem naturwissenschaftlichen Umfeld zum Beispiel kommt oder aus dem Ingenieurwissenschaftlichen. Okay. Wie kann man irgendwie noch mehr über Roland Berger herausfinden? Also ich sag mal, wenn man die Kriterien bereits erfüllt, man hat sich das angeschaut, sagt, okay, ich fühle mich auch schon sicher für den Bewerbungsprozess, blenden wir euch unten mal die Karriereseite ein. Aber falls man sagt, okay, man ist jetzt irgendwie noch an einem Zeitpunkt, wo man vielleicht das Profil noch nicht perfekt erfüllt, man weiß, okay, ich habe noch irgendwie ein halbes Jahr bis 2-3 Jahre Zeit, irgendwie, wie ich mich bewerbe, was würdest du Leuten empfehlen, um irgendwie vielleicht schon ersten Kontakt aufzubauen, um mehr über euch zu erfahren etc.?
Wir haben zahlreiche Veranstaltungen, sowohl an den Universitäten, aber auch virtuell, beispielsweise zahlreiche Karrierechats, wo man sehr informell und sehr unkompliziert seine Fragen auch stellen kann an unsere Kollegen und dadurch mehr über uns rausfinden kann. Auch wenn man vielleicht noch nicht alle Kriterien mitbringt, freuen wir uns sehr frühzeitig schon mit neuen Talenten in Kontakt zu treten und da dann auch zu erfahren, was muss ich denn vielleicht noch tun, um mich dann für den Festeinstieg nach dem Studium zu bewerben. Außerdem findet man auf unserer Karriereseite auch die Kontakte zu unserem Recruiting-Team, kann da gerne einfach durchrufen. Die Kolleginnen geben gern Auskunft zu allen Punkten rund um das Thema Karriere bei Roland Berger und stehen da auch gern für das ein oder andere Beratungsgespräch zur Verfügung, wenn es zum Beispiel darum geht, welcher Master könnte für mich jetzt der richtige sein oder ich möchte noch ein Praktikum absolvieren, ich habe an dieses oder jenes gedacht. Was würdest du mir denn raten bei Roland Berger? Das heißt, da kann man einfach mal anrufen und dann nachfragen. Genau, oder mich gerne auch per LinkedIn anschreiben. Prima, dann findet man dein LinkedIn-Profil unten in der Videobeschreibung. Man findet die Roland Berger Karriereseite unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall mal noch euer Instagram und euer LinkedIn-Profil, euer offizielles auch noch in die Videobeschreibung, damit ihr dort ebenfalls Roland Berger folgen könnt. Dann, Katrin, danke ich dir vielmals für diese ganzen Inputs. Vielleicht ein letzter Tipp an Studierende, jetzt einfach generell, du hast wahrscheinlich schon mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Studierenden gesprochen jetzt in deiner letzten Zeit bei Roland Berger. Was wäre so ein genereller Tipp, wo du sagst, hey, das möchte ich einfach noch loswerden, einfach vielleicht auch nicht unbedingt auf Karriere bezogen, sondern einfach allgemein, hey, schreibt euch das hinter die Ohren. Also zum einen glaube ich, dass viele neben dem Selbstmarketing und den Stärken auch nochmal drüber nachdenken sollten, was sind denn die Punkte, an denen ich wachsen möchte, wo ich mich noch entwickeln möchte. Ich erlebe es allzu oft, dass mir im Bewerbungsgespräch jemand gegenüber sitzt und mir dann mit so vermeintlichen Schwächen wie Ungeduld zum Beispiel kommt. Und das hören wir wirklich in fast zwei Drittel aller Gespräche. Und wir möchten einfach wirklich was hören, wo man sich noch entwickelt, wo man irgendwie selber noch an sich arbeiten möchte. Das macht einen sympathisch, das macht einen menschlich und das macht einen nahbar. Und ein zweiter Tipp wäre vielleicht auch, schaut auch links und rechts des Tellerrandes nochmal. Also sucht euch irgendwie Sachen, wofür ihr brennt, wofür ihr euch engagieren wollt und zieht nicht nur stringent das Studium nach Schema F in Rekordgeschwindigkeit durch, sondern versucht noch das ein oder andere auch mitzunehmen während des Studiums. Das hilft euch, eure Persönlichkeit auszubilden und macht euch auch zu einem interessanteren Menschen. Prima. Katrin, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und genau, falls ihr euch bei Roland Berger bewerben wollt, Karriereseite ist unten verlinkt, die Social-Media-Kanäle sind unten verlinkt. Und damit würden wir dieses Video auch beenden. Viele Grüße aus dem Headquarter von Roland Berger hier in München. Ich hoffe, es hat euch sehr viele wertvolle Einblicke gegeben. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es uns gerne auch unten in den Kommentaren. Falls euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße aus München. Macht's gut.